Stichwort Lotto. Eine Million gibt es in etwa beim Mittwochslotto im Schnitt zu gewinnen für 6 Richtige. Hier sitzt neben mir eine Frau, die könnte mit einer Unterschrift, bei der es heißt, das kostet sie eigentlich nicht viel, 3 Millionen Mark bekommen. Sie heißt Hannelore Kraus. Der Mann, der ihr die 3 Millionen namens seiner Firma geben würde, ist Valentin Weber. Frau Kraus, wofür würden Sie die 3 Millionen, wenn Sie unterschreiben, bekommen? Dafür, dass ich ein Hochhaus akzeptiere, was in unmittelbarer Nähe von meinem eigenen Grundstück liegt und was ich als zu überdimensioniert betrachte für den Platz, auf dem es errichtet werden soll. Es soll Europas höchstes Hochhaus werden, nur um Maßstäbe zu setzen, so hoch ungefähr wie der Eiffelturm oder wie dreimal der Frankfurter Kaiserdom plus 20 Meter drauf. Also um eine Vorstellung zu geben. Auf der anderen Seite, mit 3 Millionen kann man sich da auch im Grünen hübsch machen. Ja schon, aber wissen Sie, Sie müssen, glaube ich, im Leben immer unterscheiden zwischen dem, was in Ihren Privatinteressen liegen muss oder liegt und dem, was Sie für eine größere Allgemeinheit für richtig und sinnvoll erachten. Und ich würde sagen, man darf die beiden Dinge nicht verwechseln. Und heutzutage, das ist mir gerade in der letzten Zeit aufgegangen, wird das zu häufig getan. Dass man also private Interessen verwechselt mit dem, was man an Verpflichtung der Allgemeinheit gegenüber hat. Herr Weber, wie verzweifelt sind Sie über Frau Kraus? Eigentlich bin ich überhaupt nicht verzweifelt, denn wir haben das Objekt Campanile in Frankfurt 6 Jahre entwickelt, in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung Frankfurt, mit der Deutschen Bundesbahn, mit allen Fachleuten, die es gibt. Und haben Frau Dr. Kraus, wie Sie richtigerweise gesagt haben, einen Betrag geboten, weil wir auch den Auftrag bereits, da wir im Besitz einer Teilbaugenehmigung sind, vergeben haben und eigentlich stündlich darauf hoffen, dass diese Unterschrift von Frau Kraus, die aus der Sicht der Stadtverwaltung Frankfurt Betroffene ist, Ihre Unterschrift gibt, und dann könnten wir beginnen. Haben andere unterschrieben und auch schon Geld bekommen und nur Sie nicht? Also wir haben ohne Ausnahme sämtliche Nachbarzustimmungen und wir haben insbesondere von Beginn an Nachbarzustimmungen erhalten von Hausbesitzern und Betroffenen, die gesagt haben, baut endlich, damit in diesem Gutleutviertel etwas passiert, und die begeistert sind, die also auch über Telefonanrufe und Ähnliches deutlich zu erkennen gegeben haben, dass sie ebenfalls darauf warten, dass dieses Bauwerk errichtet werden kann. Wie könnte man denn Sie beide jetzt zusammenbringen? Also wenn er jetzt sagt, weil heute Mittwoch ist und es hier so nett ist, 5 Millionen, das hilft wenig, oder? Ach nein, nein, also auf der Schiene würde ich sagen, das ist nicht der Punkt. Es könnte ja überlegt werden, eine andere Konzeption für dieses Gelände, was zur Verfügung steht, zu entwickeln. Und seinerzeit wurde mir von den Bauherren gesagt, dass man 82, als man damit anfing, sich überlegt hat, mit einer Blockrandbebauung das Gelände zu gestalten. Und da habe ich gesagt, top, würde ich sofort akzeptieren. Aber das können Sie nicht akzeptieren? Diese Blockrandbebauung, von der Frau Dr. Kraus gerade spricht, war ganz zu Beginn eine der Möglichkeiten. Aber in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Frankfurt, mit der Deutschen Bundesbahn, mit städtebaulichen Gutachten, die also an diesem Punkt, der beste Standort ist für den gesamten öffentlichen Nahverkehr. Wir haben Busse dort, wir haben U-Bahn dort, wir haben S-Bahn dort, wir haben den Busbahnhof auf der Nordseite des Bahnhofs, wir haben die Bundesbahn selbst dort. Es gibt keinen idealeren Punkt in Frankfurt, an dem also der Individualverkehr reduziert dann mit diesem Gebäude angesetzt werden kann. Nun ist das aber so, die Rechtslage sieht ja so aus, dass sie sagen kann, nein. Das heißt, Sie müssten doch auf Sie zugehen, weil es hilft ja nichts. Was kostet Sie das eigentlich jeden Monat, in dem Sie nicht weiterkommen? Herr Jauch, wir haben eine 6-stellige Summe, die uns das jeden Monat kostet. Das ist auch der Grund, warum wir Frau Dr. Kraus angeboten haben, ich sage mal, eine Beschleunigungsprämie in der vorhin genannten Höhe. Und zwar einfach unter der Überlegung, so paradox das klingen mag, als vernünftige Kaufleute müssen wir den Schaden begrenzen. Und deshalb haben wir gesagt, wir bieten ihr das an und hoffen darauf, nachdem das Verfahren der Stadt Frankfurt, nachdem also ein neuer Magistrat da ist und sowohl Sozialdemokraten und Grüne gesagt haben, wir wollen noch mal das Verfahren prüfen. Ob die Ihnen helfen?
ob wir wollen das Verfahren prüfen. Und ich gehe davon aus, wenn das Verfahren, wenn das Ergebnis dieses Verfahrens zu Ende diesen Monats, so wurde es uns angekündigt, vorliegt, dass auch Frau Dr. Kraus sich dann diesem Ergebnis anschließen wird. Wird sie das? Darf ich noch mal eins sagen, Herr Weber, das lasse ich im Moment unbeantwortet hier. Herr Weber hatte richtig gesagt, das war mit Politikern, mit der Stadtverwaltung besprochen, nur musste er ausklammern, wer nicht gefragt war, war die Bevölkerung, die dort wohnt. Die Bevölkerung ihrerseits hatte jetzt im letzten März zum ersten Mal die Möglichkeit dazu, konkret Stellung zu nehmen, durch eine Kommunalwahl. Und die Partei, die für diese Hochhäuser war, die anderthalb Tage vor der letzten Wahl noch diese Teilbaugenehmigung, von der Herr Weber gesprochen hat, gegeben hat, die hat 13% verloren. Und ich würde sagen, nicht ohne Grund. Und dieser Sache muss Rechnung getragen werden. Das heißt, dieses Hochhausthema, dieses Hochhaus und zwei andere an der Mainzer Landstraße, war ein sehr umstrittenes Thema. Das heißt, die Bevölkerung ist in diesem ganzen Prozess zu kurz gekommen. Jetzt darf ich noch was sagen, was provozierend vielleicht klingt, aber die Teilbaugenehmigung war mit einer Auflage gegeben worden. Nur besteht natürlich heutzutage die Vorstellung, Nachbarn sind sofort, wenn irgendwie ein materieller Wert ihnen zugesagt wird, sofort bereit, das zu unterschreiben. Sind deshalb, also käuflich. Ja, ich will das Wort so nicht benutzen, das müsste man etwas weiter ausholen dazu. Ich will nur damit sagen, es war unter einer falschen Voraussetzung gegeben. Ich meine, unser Planungsdezernent, wie ich hörte, sagte, Geld macht sinnlich, also jeder wird bereit sein, das sofort zu unterschreiben. Und da würde ich sagen, da ist der Hund begraben. Möglicherweise hätte die Firma diesen Auftrag oder die Aufträge nicht vergeben dürfen, ohne die Auflagen vorher erfüllt zu haben. Jetzt ist das Dilemma da. Ja, auch, und wenn ich mal eine Bemerkung ganz kurz, machen. Ehe wir jetzt zu sehr in die entsprechenden Pläne reingehen, weil wir langsam auch das Ganze arrondieren müssten. Ja. Ist komplex. Es ist furchtbar kompliziert. Wenn Kinder sich streiten und nicht zusammenkommen, dann sagt man immer, könnt ihr euch nicht irgendwie vertragen? Bei Erwachsenen ist es ungefähr genauso schwer, ne? Oder wird das noch was mit Ihnen? Moment. Es also. Sind zwei eben. Wir vertragen uns persönlich sehr gut, menschlich. Ja, aber. Bei diesem, das ist die Frage, ob die Bauherren nachgeben, ja? Das so einfach ist das. Ich sage ja, Blockrandbebauung. Die sagen, das also ist wir, genauso, wir haben miteinander 50 Stunden mittlerweile verhandelt. Ja. Um also zu einem Ergebnis zu kommen, wir beide. Und wir haben eine repräsentative Umfrage von Wickert, die ist jetzt zwei Tage alt. Kenne ich noch gar nicht. Und die ist von der GdBR für Gewerbebau, also von uns, mitinitiiert worden. Und die kommt zu dem Ergebnis? Und die kommt zu dem Ergebnis, dass 60% der Frankfurter diesen Standort als ideal ansehen. Ja, aber wenn mit Sie der nicht Verkehrsanbindung und so weiter. Aber wenn Sie nicht hilft, nicht. Wenn die Frau Dr. Kraus meint, sie kann also ein Stück, jetzt sage ich mal, modernes Frankfurt verhindern, was ich ihr eigentlich nicht abnehme, weil ich sie zu gut kenne. Aber es ist so, wir müssen an diesem Ort weiterkommen, wir kommen weiter und wir haben, das darf ich hier nur sagen, eine juristische Stellungnahme. Gut, die haben warten wir, Frau Dr. Kraus. Die warten wir ab. Warum? Ja, weil die können wir jetzt eh nicht präjudizieren. Die warten wir ab, was dann da herauskommt. Nein, wir haben einen. Also der ist Frau Dr. Kraus. Aber es, hilft Ihnen ja noch, aber es hilft Ihnen ja noch nichts. Nein, hilft weil Ihnen wir immer noch meinen, mit Frau Dr. Kraus eine gütliche nachbarschaftliche Regelung zu kriegen. Wenn wir jetzt einen Film drehen würden, dann würden Sie jetzt am Ende heiraten und dadurch würde sich alles klären. Aber es sind wenig Chancen. Herr Jauch, nicht lassen wir es doch. Wenn ich mir den Streit so anschaue, das ist mittlerweile so die einzige Lösung, die ich mir da noch vorstellen kann. Nein, Ehen sind ja heutzutage auch komplizierter geworden. Also so einfach geht das auch nicht. Es wird auch nicht leicht sein, mit Ihnen verheiratet zu sein. Nein, das war nicht der Punkt. Nein, und zwar heute unterscheidet man selbst den Ehen zwischen also rein privaten Dingen und sachlichen Sachen. Frauen sind nicht mehr so leicht bereit, den Mann grundsätzlich zu unterwerfen. Ich bin glücklich verheiratet, das muss ich hier noch hinzufügen. Immerhin das als Fazit. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Ist eine schwierige Geschichte, aber viele werden jetzt sehr gespannt sein, wie das ausgeht in Frankfurt mit dem Campanile. Wir werden bauen. Wir werden bauen.